Dex in die erste Runde starten ist immer nice. Ist Ork worden. Ich sag gar nicht mehr Ork worden. Ich hab mir eigentlich, ich war noch nie auf Pauls YouTube-Kanal belastend. Habe ich mir ist angewohnt, Ork worden zu sagen. Jetzt sagt ihr die ganze Zeit Ork worden, bis ich das wieder falsch sag. Ich sag das so lange, bis ich wieder das falsch sag. Weil ich es mir wieder angewöhnt deswegen. Und natürlich irgendwann wieder anfangen hier zu, Dings hier unten zu rollen. Ja, einfach die Schaltfläche zu klicken. Sind wir eigentlich mit? Luna und Tiny, hätte ich gesagt. In the service, oh, ist aber gut, dass wir letzte Runde waren. Ich merke schon, dass ich ein bisschen Kopfschmerzen bekomme. Head for the quarry! Oh, eigentlich sieht es so schlimm aus ohne das Licht. Ja, gut, ist es vielleicht nicht ganz optimal. Das sagt mir, dass es einen nice Legendary Orc gibt. Oh, es gibt beide Orks, wir können wieder auf den Drop gehen. Leute. Das kommt nicht so gut, oder? Oder sollen wir einfach so eine Runde zocken, ohne Webcam? Fühlt ihr das? Fühlt jemand ohne Webcam? Ich meine, ist ungewohnt bei mir. So ist gut, was ist passiert? Aber dann könnte ich, also ist eh die letzte Runde, dann könnte ich eben ja ein bisschen, könnte ich mir meine, also meine Kopfschmerzen vielleicht ersparen. Wenn ich das Licht einfach wegbekomme jetzt. Juggernaut stands ready. Oh, wir machen das einfach wieder. Oh lol. Oh, wir hauen es einfach wieder rein. Wir können hier richtig schön auf Orb-Drop gehen. Ich meine, das könnte gut sein, dass es ein Legendary-Drop wird, deswegen... Natürlich wäre schade für die YouTube-Runde, wenn wir ohne Facecam spielen, oder? Mir nick hier einfach von hinten, das blendet dann auch nicht so. Ja, Mann. Ich höre immer nur YouTube. Ah, Leute, YouTube ist halt auch ein Thema bei mir. Mal gucken, ob ihr Schlawiner ein Like dagelassen habt bei der Legion-Runde. Erstmal kurz F5 drücken. Gucken, wie viele Likes mehr drauf sind. Nice! Einer hat ein Like dagelassen. Danke an die 66 Zuschauer hier gerade. Ehre geht raus. Sind wir denen nicht wichtig? Seid mir alle wichtig, Leute. Ihr seid mir alle wichtig. Head for the quarry. Wir bekommen jetzt erstmal einen schönen Legi-Drop. Und zwar bekommen wir Disruptor dieses Mal. Yep. Oh, okay, Marimojo war's. Von Marimojo. Sag nochmal, ich habe schon mal gefragt, aber sag mal Marimojo oder Marimojo? Also einfach wie man schreibt oder mit Tsch? Oder ist es dir egal? Also es heißt nicht, dass ich mich nach Mojo. Mojoe. Mojoe. Dann sage ich aber jetzt Mojoe. Mojoe bekomme ich hin. Oder soll es Mojo jetzt heißen wie Joe? Ja, Mille, dass du mich nicht supportest, habe ich mir schon denken können. Ja, komm, Mecca ist wahrscheinlicher. Ich liebe auf Mecca, dass ich die Chancen einfach höre. Ich glaube, ich hätte es diesmal hinbekommen, ne? Ohne Mecca. Die Juggernauts werden hier ordentlich wegrasieren. Oh, ich bekomme sogar den Tanky Master mit down. Außer er haut mich dumm weg. Die Ultra Master nervt mich jetzt schon. Ja, okay, die sind aber zurück in ihre Position gegangen. Marsdown bekommt ihn. 4 gegen 1, die werden keine Schnitte haben, die 4. Ah, wobei, wenn die zwei Juggernauts nochmal einen Ult durch, wenn er nochmal einen Ult rausbekommt, maybe. Weil die, schau mal, der macht keinen Schaden. Bloop, I am a robot. Yeah, just kidding. Joe, also Marimojo, okay. Okay, Max hat gedistelt, nice. Ich weiß nicht immer nicht, ob X besser ist oder ob ein Beastmaster besser ist. Der Spawn ist schon ekelhaft im Early Game vom Beastmaster, der kann schon einiges holen. Komm, gib mir jetzt mal. Diesmal will ich einen Early Drop bekommen, auch wenn es ein schlechter Orc Drop ist. Ich will diesmal nicht wieder bis Runde 15 warten, bis der erste Drop kommt. Okay, der ist eklig. Aber ich werde hier relativ lange wegtanken mit den Items. Um 3 Units gehen auf den einen Juggernaut. Komm, ich brauche deine Ult.
Next. Er killt meinen Chuck gleich, der Patsch. Außer er ultet davor. Ja, okay, ich schaffe das. Wir holen echt Runden, obwohl wir bisher nur Ork stehen haben. Das ist die Frage, ob wir sowas überhaupt reinbringen sollten. Ach nee, ey. Das habe ich doch nicht verdient. Cheers. Immerhin. Ja, egal. Da kommt euch der Nächste hinterher, keine Sorge. Da kommt gleich noch der Nächste hinterher. Der letzte Zweier droppt nicht lange auf sich warten, wo einer kommt. Hoffentlich gewinnen wir überhaupt. Ich habe einfach gelöscht schon mal. Na gut, das ist ja selbst für nicht. Ich wollte die anderen eh nicht spielen. Ich will clean Orks drauf haben. Gut, das könnten wir sogar echt verlieren. Wobei, wenn Juggernaut rauskommt, killt er halt alles. Aber er macht mir Sorgen. Er könnte bis zum Juggernaut durchkommen, bevor Juggernaut ultet. Come on. Wenn die Ult kommt einmal durch, damit sind die drei hier schon mal safe weg. Oh, warte mal, die trifft ihn gar nicht. Hä, wie wenig Schaden macht denn die Ult? Was ist das denn? Hat er 0 Damage gedrückt. Hätte nur 500 Leben und ist nicht gestorben von der kompletten Juggernaut-Ult. Juggernaut-Ult. Macht nix. Da kaufen wir trotzdem nichts. Wir können weiterhin auf die Drops entspannt gehen. Ja, wir brauchen es auch nicht hochleveln. Ja, eine macht uns auch nicht großartig stärker. Let's entspannen. Und dann ist noch weg. Oh, warte mal. Ah ne, die neuen Effekte sind noch nicht drin. Haben erst wieder in 2 Stunden oder so. Kommen die wieder? In 1,5. Ja, das sehen wir dann nicht mehr. Ich finde immer noch, dass der Effekt ganz cool ist. Ich weiß nicht, warum der mich an Harry Potter erinnert. Leute, warum erinnert mich der Effekt an Harry Potter? Der Effekt erinnert mich voll an Harry Potter. Aber ich weiß nicht, wegen dem Sound wahrscheinlich. Oder irgendwas mit Voldemort. Oder an Voldemort seinen Umhang, wenn er mit seinem Umhang so kämpft quasi. Irgendwie erinnere ich an den Voldemort-Umhang. Ich weiß nicht, was ich glaube, irgendwas an Voldemort. Er macht 150 pro Sekunde, ja. Aber wenn der Juggernaut halt 500 Leben hat, dann müsste er doch eigentlich sterben davon. Aber er hat eine komplette Juggernaut-Ulti überlebt. Strange. Aber gut, man müsste es nochmal anschauen, vielleicht im Zweifel. Refresh-Stein. Ja, wenn ich gewinne, würde ich alle drei löschen, sogar hier rechts noch 20 Gold gehen wieder. Ist ja kein Pure Damage. Na, true. Aber als ob der 250 Damage wegblockt. Das gewinne ich never ever. Wobei sein Ding schon mal schlecht ist. Ah, oh, okay, passt. Bau halt nach. Ja, warte mal, hier kann ich jetzt nicht schauen. Da muss ich wirklich auf irgendeinen draufklicken, der. Prozent, lol, das ist echt viel. Enchanted, I'm sure. Hey Game. Wie wär's mal mit einem schnieken Drop? Wir hatten einmal den schlechtesten Drop, der hätte kommen können, den X. Alles andere wäre besser als X. Das ist der schlechteste von allen. Jetzt können wir noch einmal den besten bekommen. Also mit dem Chen wäre ich auch zufrieden, muss ich zugeben. Alles andere wäre nicht gut.
Nee. Du bist einfach zu krass. Ehrlich. Okay, die Ult schaffe ich nochmal. Aber werden wir trotzdem gestunt, oder? Nee, der Pfeil ist glaube ich nicht durch. Ach ja, der auch. Mann, der kann doch gar nicht. Los! Muss ich mir Sorgen machen gegen die Boys oder stelle ich jetzt den Patch rein, um auf Safe zu gehen? Komm, ich gehe auf Safe. Also wenn jetzt bei der Runde wirklich ein Undead Drop kommt, dann weiß ich auch nicht. Dann gehe ich lieber auf Safe. Ich habe echt ein bisschen Schiss vor den Teilen. Ich glaube, das kann ich noch ändern. Lass mich alles liegen. Ich habe mit Ork schon zu oft gestruggelt gegen die Level-Szene. Du brauchst noch 75% auf einen Ork. Boah, der Schacker wurde nicht ges... Ah nein, das wollte gerade ulten. Okay, ich hab's einfach zu viel meine Schnauze voll, ja. Jetzt zieht er ihn weg. Was ist das denn? Okay, ist eigentlich egal, weil ich eh das gerade das Problem ist gewesen. Victory is great honor. Sieht mir hart nach Great Vault aus, außer ich bekomme jetzt den Drop, dann würde ich Sin Reaper eher. Komme ich aber nicht. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, es kommt jetzt der Great Vault Grind noch mal ein bisschen. Wenn wir schon auf 40 Gold sind. Ich hoffe halt ein bisschen auf den Lucky Chen auch, muss ich zugeben. Mit Chen hätten wir 4 Orks und wir können relativ schnell noch Priests reinstellen, wenn wir noch ein Level sind danach. Den Hutschwing sollten wir noch hinbekommen. Oh, vielleicht kommen wir sogar die Runde. Die holen wir sogar. Ja, sich dreht, ne? Hey, Loonifish! Kein Root mehr, was da los? Ja, ich habe eine Runde verloren und dann bin ich gedrankt worden. Also ich war aber auch zwischendurch wieder auf Flug hoch, jetzt bin ich auf Bischof 9, jetzt auf Bischof 8, es geht hin und her. Also dauerhaft Flug zu sein ist glaube ich eh schwierig. Also zumindest damit sie den Root glaube ich spielen only. Schaffe ich es irgendwie mit dem Team nachher ohne weitere Upgrades die Runde zu gewinnen gegen die... Nee. Auch mindestens Kriegerbuff in Runde 15. Aber es sollte ja auch machbar sein, noch irgendwie Krieger mitzunehmen dann. Was macht er hier? Der übertreibt mit seinem Team sowieso. In dem brauche ich mir glaube ich keine Hoffnung machen. Hey Duberino. Warum kommen bei mir denn jedes Mal? Immer wenn gegen mich ein Erstbild kommt, geht die Ult quer über alles drüber. Heute, ich bin aber inzwischen auch mal im Mii-Modus angekommen, muss man sagen. Vielleicht geht der noch down. Nee. Sehen wir es positiv. Wir sind 80% noch. Wir haben Fett Echo. Und die wird immer fetter jetzt. Aber wir werden halt auch immer schwierig. Wir haben die Drop-Chance. 10% jede Runde, was Geiles. Master of Beasts! Sharper I bite! Ja! Eyes up and shields front! Das ist besser schon mal geworden. Wenn der nächste noch besser wird, wird es ein Challenge. Der übernächste wird dann Legendary. Okay, zweimal die 50% Chance nicht gehittet. Also 50% sehe ich quasi, es gibt 6 Orks. 3, die mir 4 Orks geben und 3, die mir keine 4 Orks geben. Und die Chance habe ich zweimal nicht gehittet, das heißt beim dritten Mal muss ich ja die Bull hitten. Aller Empathie für Baiten Master, sagt Mille. Das wissen wir doch. Irgendwie ist für Fingerschuh seine Aufstellung echt ekelhaft gegen mich. Lass mal noch die zwei links und rechts sterben.
auf seinem Feld war es gar nicht mehr so. Ja, ich so verbessern. Komm direkt den nächsten Drop hinter. Einfach direkt den nächsten Drop. Magic. Oder. Kein Drop. Aber wenn ich jetzt aber den Kriegerwaff noch mit reinstelle, sollte echt Runde 15 machbar sein. ...70% haben wir noch in dem Fall jetzt. Ich glaube halt fast, ich muss den Baitmaster bis zum bitteren Ende spielen. Weil ohne Baitmaster... ...wird das nichts werden. Ich könnte, wenn ich den Drop ziehe, dann hoffen, dass ich irgendwie noch einen Chen bekomme. Wenn ich einen Legendary bekomme, dann halt 6 Orks relativ schnell reinpacken. Jede Runde geht 10 HP runter. Stell halt starke Pieces. Nee, das kann ich nicht. Das ist unmöglich in meinem Kopf jetzt, dass ich irgendwelche stärkeren Pieces reinstelle. Das wird nicht passieren, Mille. Also ich werde jetzt einmal die Krieger reinstellen für die Runde. Wird aber lieber einen Husker stellen, wenn er kommt. Kommt nicht. Okay, wir sollten jetzt die eine Runde safe gehen. Aber 4 Orks ist doch auch safe. 4 Orks ist so viel Leben, dass es... 4 Orks sind safe, safe. Safer als Krieger, hätte ich gesagt. Alter, er hat einfach Gen 2. Womit habe ich das verdient? Die werden halt schon übel lange tanken. Selbst er tankt schon... Ja, richtig übel lang. Ich hab sogar gut Damage gemacht auf die. Finger schon seine Runde ist abgeschmiert, das tut mir sehr leid. Drück dir die Daumen, dass du wieder reinkommst bei deiner Runde. Ach Leute, warte mal, du bist in unserer Runde mit drin sogar. Ja, dann hoffe ich, dass du auch trotzdem natürlich, dass du wieder reinkommst. Wir stoppen leider nicht mehr, weil ich meine, du weißt ja eh Bescheid, du bist oft dabei, dass wir die Stops nicht machen. Ich hoffe aber, du kommst gleich wieder rein. Ich sehe schon den Demon Drop oder den God Drop. Den Elder Titan Drop sehe ich. Immer noch gute Chancen für die guten Drops trotzdem. No brave for you. Panda, go for it! Gib mir etwas Glück, Panda! Der hat LD-Ult sich gestänzt, oder? Ich glaube, er hat sich die LD-Ult gestänzt. Hätte verloren für ihn, genau. Eine gute Ult, die man sich holen kann. Das ist eine ordentliche Ult. Ja, Tankiness gegen Tankiness hier am Start. Tankiness gegen Tankiness Runde. Komm, ein Vogel noch. Oh nice.
Beeps. Was wie konkurrenzfähig mich die vier Orks gemacht haben. Ach gerade, ich habe einen Sound gehört vom Drop. Ja, ich stelle halt immer mehr Quatsch jetzt gerade so rein, also da wird wohl nicht mehr der, wobei ich habe halt immer noch 50% Chance auf Orc Drop. Also muss ich 10% Chance hinten, dann eine 50% Chance und dann eine 50% Chance nochmal. Da sehe ich mich doch. Ich bin ehrlich, wenn wir die 6 Orks hinbekommen, irgendwie. Wir gehen ja noch hart nachher Level 9 gleich wahrscheinlich. Das heißt, Chen und irgendein Legendary Ork und dann noch irgendwie den Dinger dazustellen. Den Snapfire sind wir auch erstmal stark. Dann spielen wir halt Orks. Also wir könnten sogar im Zweifel Ork-Schaman stellen. Also auf ganz oldschool angelehnt. Dann noch mit dem Troll. Also, nee, das geht nicht mehr, glaube ich, mit 4er Trolls. Das ging auf Level 10 früher. Fingerjoe immer noch struggle zu joinen. Also tut mir auf jeden Fall leid für Fingerjoe, dass du hier Probleme hast. Aber weiß ja, wie es ist, ne? Früher haben wir immer gewartet, wenn er rausgeflogen ist, dann waren wir nur noch am Warten irgendwann. Und das ist für einen Stream natürlich nicht ideal. Und jetzt hätten wir auch schon wieder seit, weiß ich nicht, seit 5 Minuten gewartet, locker. Ich weiß gar nicht, ob es noch probiert reinzukommen. Wenn du halt so ein Spiel in Zweifel da schon ausstehen hast, ist es halt schon. Kann man schon die Hoffnung mal verlieren. Guck mal, der Balken geht halt gar nicht zurück. Ich kill halt nix. Ich schieße alles ein bisschen an, aber ich komme nirgends durch. Vielleicht krieg ich den Tree noch mit irgendwas. Der Vogelballer drauf, aber. Er hat wehgetan die Runde. Na gut, WLAN hat auch sein Team auch optimal. Juggernaut stands ready. Kacke, du hast noch nie Probleme gehabt, außer bei diesem Game. Ja, Dota ist auch ein bisschen schwierig, definitiv. Rubik auf den gelben. Rubik ist egal, der hat eh seine Ult verloren. Deswegen habe ich ihn hier hingestellt, damit er quasi stirbt, bevor Grimstroke stirbt. Damit er der Schutzschild für Grimstroke ist. Jo. Wir müssen eh schnell gucken, dass wir was reißen. No grave for you. Mann, hätte das wäre chillig. Hallo Bosti, moin moin, das Game gerade einfach 5 GB RAM, chillig. Ist ja quasi nix. Oh, WLAN, das wäre natürlich lecker, da würde ich natürlich nicht nein sagen. Aber du sagst schon nein, gell, ich merke das. WLAN ist dagegen. Monster Kill! Ich spiel's ohne Dismiss, ist mir zu stressig, jetzt noch irgendwie mich über den Dismiss Gedanken zu machen.
Wir nehmen einfach die stärksten Units mit, die wir haben, rollen weiter, versuchen irgendwie einen Chen und einen Legendary Orc zu bekommen. The Monkey King. Vergesst mal den Drop. Boah, das Ding ist halt ein Dragon Switch, ist gar nicht so unrealistisch. Außer dass wir kein Gold haben, aber wir haben gute Units für Dragons. Geht ja da nicht mehr mit Dragons. Ja, gehen schon, ne? Vielleicht spiele ich auch einfach Vierer Dragons mit Wizards und das Dragon Knight raus und mach's mit Gott zusammen oder so. Aber mal gucken. Du hast gerade keinen Ausdruck. Ja, also wie gesagt, tut mir wirklich leid, dass es bei dir jetzt so kacke lief, dass du rausgeflogen bist. Ist immer ärgerlich. Time to save the world. Ja, ist der Dragon Knight, schau den schon. My faithful turret. Wie dumm kann man eigentlich sein, Alter? Wie dumm kann ein einzelner Mensch sein? Diesen emotionalen Ausbruch. Wie sich alle über den DK aufregen, ich feier's. Marnie sind wir fleißig, Mille. Det war Marnie. Marnie war schuld. Scheiße, guck mal, ich kaufe ihn für 1. Ein Gold weg, ich lösche ihn, ein Gold dazu, ne, nur damit die sich nicht wundern, dass ich Family-Discount. Family-Discount lohnt sich so gesehen für sowas nicht mehr. Also zu kaufen und verkaufen ist Quatsch bei Family-Discount inzwischen. Time to save the world. Again. Time to save the world. What is this? A game of some sort. Die geht immer noch 150, die wurde entsprechend genervt. Meinst du das jetzt? Keine Ahnung. Ich hab mich doch wieder nicht damit beschäftigt hier.
Alter, wie oft soll ich noch... Ach, ich meine, kann das nicht bekommen, okay. What? Prepare for poison. The field is merely a cannon waiting for my rush. Who needs legs when you got wings? I pupate anew. The Eldworm comes. Was ist der schlauste Plan jetzt? Nice strings. Thanks. Book of Dead wird nur für den Warlock lohnen. Hello. Hello F. Nee, so defensiv ist ja kompletter Quatsch. Okay, ja, wegen Buch. Für die gehen lohnt sich das Buch, glaube ich, nicht. Warlock vielleicht. Triple kill! Triple kill! Nachmittagsstream oder streamst du heute Morgen? Stream seit 5,5 Stunden, Alka. Und letzte Runde. Also seit heute, seit 11.30 Uhr ungefähr streame ich. Kann ich jetzt schon irgendwie die Gods reinbringen? Eigentlich nicht, weil ich muss ja ihn dafür auch drin stehen lassen. Ich könnte Gods reinbringen, wenn ich irgendwas anderes lösche, aber das fühle ich immer gar nicht. Ich glaube, zweier Gods würden auch reichen, die Runde wahrscheinlich, um das anständig zu spielen. Das brauche ich gar nicht, den Grimmsburg unbedingt. Ist er besser als er hier? Disruptor plus Waterman's Ranks ist abartig. Ja, Disruptor ist auf jeden Fall auch eine coole Junge, bestimmt. Aber ich habe ja gerade keine Legendaries, das ist mein Problem, so ein bisschen schon mal gesagt. Ein Stun wäre natürlich schon auch nice, irgendeinen Stun drin zu haben. Also vielleicht macht es sogar Sinn, einfach noch eine Medusa zu holen und zu spielen. Mann, das ist eigentlich keine Runde, wo man auf Gods gehen will. Eigentlich ist es keine Runde, wo man Dragon's God spielen will. Es gibt keinen Tide, es gibt keinen Gyrocopter. Der Rubik hat Dark Willow Ult halt. Ist das stark? Instant. BG Boys. Ja, maybe mit Viper zusammen, das könnte sein. Snapfire kann funktioniert nicht zusammen, glaube ich, ne? Hat man mal gesagt. Monster Kill! Triple Kill! Er hat zusammen getriggert schon. Das haben wir schnell bekommen, das Beispiel. Oh, ach lol, stimmt, Rick ist ja auch raus. Ja, sorry, Rick.
Tut mir leid. Ciao Marimojo, moin, ciao, ciao. Macht nichts. Ich sag einfach moin, moin, was ist das denn? Ich zeig's euch nochmal, ne? Ich kaufe ihn für ein Gold, hab 38, aber ich hab erst mal 3 Gold wert, ich bekomme nur ein Gold zurück. Ich hab immer noch Angst, dass viele sich wundern, warum man das überhaupt, warum man das so macht. Eigentlich sollte es mit. Ja, komm, lass mal nochmal hier ein bisschen was stellen. Ich will die Ulti schaffen, aber eigentlich sollte Nick mal das alleine regeln. Ich finde den Nerf ganz gut eigentlich. Ich finde es optimal, Family Discount. Ich hab das eh gehasst bei Family Discount. Und dafür kann man insgesamt ein bisschen mehr sparen bei Family Discount, aber man kauft nur die Units, die man braucht halt quasi. Ich finde es übel nice. Fällt mir sehr gut. Wobei mir das halt wieder nichts bringt jetzt. Eigentlich ist Enigma aber optimal die Runde gegen die Elfen. Ich sollte Enigma nicht rausnehmen. Also Warlock sollte ich nicht spielen die Runde. Enigma ist zu stark dafür. Instant Triple Viper. Ja, schmeckt auf jeden Fall ganz gut gerade. Ist halt die Frage, ob ich Gods bevorzugen sollte ansonsten. Wofür der Crim? Ich hab nichts anderes zum Stellen, was großartig gut ist. Crim so gibt mir Viper doppelt. Was ist ja gerade von? Time to shove off. Jetzt ist halt die Frage, ob man Gott stellt lieber. Fire Gods für Snapfire wäre cool. Für den Rest ist es echt irrelevant. Vielleicht läuft sie besser, denke ich. Ja, läuft doch eigentlich ganz gut. Warum sollten wir gerade das großartig ändern? Weil mein Chen fühle ich nicht. Eine Medusa wäre halt noch ganz cool. Immer noch. Eine Medusa würde ich lieber als einen Kunker aufzocken. Da ist die Medusa. Behold my beauty. Einfach keinen Invoker, sagt er. Tja, es tut mir leid, und wir haben noch den Schwarzwald fertig gezogen. Ich kann nochmal aufräumen, weil nicht alles instant weg ist. GG, schönes Match. Schöne Dragon-Runde gewesen. Das war am Schluss wirklich eine schöne Dragon-Runde. Hätte ich nicht gedacht, dass ich noch so einen Switch hinbekommen werde. Und wir haben lange überlegt, die ganze Zeit, okay, guck mal, wenn das noch gekommen wäre. Und auch die Medusa vielleicht, dann wäre ich zufrieden gewesen mit dem Team. GG, schöne Runde an YouTube-Zuschauer. Lasst gerne ein Like da für dieses nice Match und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut's rein.